Ja, hallo. Ich wünsche euch erstmal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut in das neue Jahr reingerutscht und konntet wenigstens ein bisschen feiern, ein wenig Zeit mit der Familie verbringen, so gut es wie halt geht, in unserer jetzigen Situation, die ja immer noch besteht. Und ja, gut, ich hoffe, dass es auch bald ein Ende hat. Ja, im ersten Video des neuen Jahres würde ich euch auch gern gleich mal eine neue Sache vorstellen, wobei ich habe sie schon letztes Jahr entdeckt. Ganz, ganz toll. Deswegen, ich habe gedacht, das muss das erste Video werden, weil da bin ich total begeistert davon. Und zwar, das sind sogenannte LoRa TTGO oder TTGO Ladestationen. Was ist das? Viele kennen diese Boards ja bereits schon aus anderen Videos von mir. Diese TTGO-Boards, in dem Fall die V1-Boards oder V1.1, sind im Grunde dieselben. Ja, mit diesen kann man sich ein Sondensuchgerät basteln, ja, ein RDZ-Sonde nennt sich das, also die Software nennt sich so, um Wettersonden zu finden. Da brauchen wir ja, dann habe ich euch ja auch schon in mehreren Videos gezeigt, wie man dann da die Software drauf flasht und so weiter. Und dann kann man die Wettersonden empfangen. Super Sache, klasse. Dieselben Boards werden aber auch für die LoRa APRS-Tracker benutzt. Ja, sind dieselben Boards, nur mit einer anderen Software. Ja, schöne Sache ist das, was man damit alles anstellen kann. Ich bin mal gespannt, was da sonst noch so kommt. Ja. So, die werden geladen per USB-Stecker hier. Ne? USB-Buchse ist ja hier unten dran. Ne? Da steckt man dann den Micro-USB ein und dann werden die Akkus, wo hinten reinkommen, geladen. Es gibt da so einen kleinen Nachteil. Diese Buchsen, die sind manchmal ziemlich störrig, beziehungsweise die macht man auch mal ganz schnell kaputt. Ja, gibt natürlich auch viele Unterschiede. Manche halten ewig, manche nicht. Ja, es ist aber nicht so schön, ne? Also die Stecker, entweder sitzen sie zu locker oder sitzen manchmal so bombenfest. Es ist halt äußerst unterschiedlich, ne, bei diesen China-Boards. Und ja, diese Boards brauchen natürlich auch ein Gehäuse. Und da habe ich schon immer, weil ich selber keinen 3D-Drucker besitze, beziehungsweise auch nicht die Fähigkeiten dazu hätte, so ein Gehäuse zu drucken, geschweige denn zu konstruieren. Also da bin ich total unbegabt. Würde ich auch niemals machen. Ich habe mir die Gehäuse schon immer von dem Markus Krassel ja, bauen lassen, beziehungsweise drucken lassen und habe die ihm abgekauft. Das waren schon immer diese Gehäuse hier. Jetzt hier in dem Fall der LoRa APRS-Tracker Plus WX. Ne? Das ist ja das Gehäuse, wo dann auch der DHT22 Wettersensor hinten drauf sitzt, wo dann innen die Kabel reingehen. Ganz, ganz toll hat er das gemacht, schön angepasst, picobello. Ja. Oder hier das Gehäuse von dem Radiosonden RX, auch ganz toll. Deswegen, die Gehäuse sind super, die sind allglatt, die sind fast wie, ja, von der Industrie gefertigt, kann man sagen. Ja. Also wirklich prima. Ja, und ja, da ging es dann halt immer um das Laden. Wie ihr hier seht, ist hier schon eine ganz andere Ladebuchse. Im Grunde ist das nur ein Adapter, das ist ein magnetischer Ladeadapter, den man hier in den normalen Micro-USB reinsteckt, weil der Markus hat nämlich Ladestationen, wie gesagt, gebaut für diese TDGOs. Natürlich müssen dann dementsprechend auch die Gehäuse angepasst werden, beziehungsweise die alten Gehäuse, wo nicht dafür gemacht waren für diese Ladestation, die passen da leider halt nicht mehr. Ne? Das funktioniert nicht mehr, aber auch verständlicherweise, weil hier dementsprechend die Bodenplatte wesentlich dicker sein muss, damit der Adapter nicht oben drüber steht. Plus nochmal hier zwei Verschraubungen, die sich dann an diese Magnete seitlich auch dran haften. Und zwar, da ist ein magnetischer USB-Anschluss. Dann sind rechts und links auch nochmal Magnete. Man konnte jetzt da, also ich habe mir das mal erklären lassen, man konnte jetzt da nicht einfach einen USB-Stecker einbauen, wo man das dann eingeklinkt hat, weil die Boards nie zu 100% exakt gleich waren. Ja? Also diese USB-Buchsen, die waren mal einen halben Millimeter rechts, links, ne, von der eigentlichen Position. Und das macht dann schon viel aus, wenn man das dann versucht, da so reinzudrücken. Ja, da macht man sich das relativ schnell kaputt. Deswegen ging das nur über den Weg eines magnetischen Anschlusses, einmal vom USB her
und nochmal zwei Zentrierungsmagnete rechts und links. Also wirklich ganz, ganz toll, ne? Übrigens, diese Beschriftung, was hier vorne drauf ist, hier steht ja jetzt LoRa APS Tracker plus WX, selbe, was ich auf dem Deckel draufstehen habe, das passt auch der Markus dementsprechend an, so wie es derjenige haben möchte, ne? Also ich sage gleich, diese Ladestationen stehen nicht als Datei irgendwo zur Verfügung, ne? Weil dort so viel gemacht werden muss an Anpassarbeiten und dann auch die dementsprechenden speziellen Kabel dazu nötig sind, dass ja, der Markus verkauft die, gell? Es ist eine Heidenarbeit, ja, diese Ladestation, es sieht dünn aus, sieht nach wenig aus, aber einmal konstruktiv die Arbeit überhaupt, das waren viele Stunden, Tage Arbeit, das so hinzubekommen, dass wirklich jedes Board bzw. seine Standardgehäuse da wirklich immer reinpassen und immer zuverlässig laden. Das war sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Und ja, das ist nichts jetzt, sag ich mal, unbedingt zum selber machen. Klar, es gibt auch Leute, die machen sowas selber, aber also ich sag mal so, das ist schon eine wirklich harte Nummer, das so hinzukriegen. Vor allen Dingen, die laufen auch leicht schräg zu, die sind ja nicht gerade. Das Gehäuse sitzt leicht schräg, damit man auch einen guten Blick hat auf das Display. Klingt alles einfach, ist es aber gar nicht so, ja. Also ich habe es auch wirklich verstanden, dass es nicht so einfach ist. Ja? Und natürlich je nach Farbe und Beschriftung, dementsprechend richtet sich auch der Kaufpreis. Ne? Wenn man jetzt überhaupt keine Beschriftung haben möchte, ist es ja ein Ticken günstiger. Je nachdem, was man für Farbe oder Sonderwünsche hat, kostet es halt ein bisschen mehr, je nachdem. Aber ich finde, das lohnt sich. Ich zeige euch das mal hier bei dem Tracker, den setzt man dann einfach so ein. Ne? Und der zieht sich dann magnetisch schon ran und dann seht ihr schon, fängt er auch direkt an zu laden. Ne? Dasselbe ist hier bei dem RDZ-Sonde. Zeige ich euch auch mal. Ja? Schön auch hier mit der Beschriftung, wie ihr das seht. Ja? Das setzt ihr einfach nur rein in die Ladestation. Zack. Die Magnete ziehen das ganze Gehäuse an. Und schon fängt das Gerät an zu laden. Ja, ja, was will man mehr? Ne? Also eine komfortablere Lösung wie das gibt es eigentlich gar nicht, um diese ja, TTGO-Boards zu laden, wie ich finde. Ja? Und wo ich das entdeckt habe, dass er das da gemacht hat, ich war total begeistert. Ne? Also wirklich total begeistert. Ja? Also hat mir wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und ja, da musste ich zugreifen. Ne? Das ist einfach, das ist wieder so eine Sache, da hat sich wieder jemand Gedanken gemacht, wie man es doch einfacher und auch komfortabler haben kann und hat sich da wirklich was überlegt, was ich wirklich genial finde, ne? Muss man mal wirklich sagen. Ja. Und das sieht auch noch gut aus, gell? Guck mal, dass ich das so ein bisschen ins Licht halte, damit ihr die Beschriftung seht. Auch die Gravur bzw. Beschriftung einwandfrei. Ne? Einwandfrei. Also ich bin wirklich sehr, sehr, sehr begeistert von diesen zwei Ladestationen. Ja, wie gesagt, beim dem ganzen, bei dieser ganzen Ladestation war auch schon das Kabel mit dabei. Das ist natürlich auch speziell angepasst. Hier also speziell gedruckt für dieses Kabel, damit es auch richtig bombenfest da drin hält. Das wird da so reingesteckt, also wirklich sehr, sehr ja, durchdacht und überlegt gemacht. Wie gesagt, hier die zwei Magnete, wo hier rechts und links eingelassen sind, damit das Gerät auch wirklich da sitzt, wo es sitzen soll, damit es auch wirklich gut lädt und damit man vor allen Dingen nicht hin und her rühren muss. Das zieht sich ran und sitzt auf der richtigen Position. Wirklich klasse. Und da, wie gesagt, sind dann die Kabel dann waren jetzt schon dabei und ja, super Sache. Viel, viel Arbeit steckt da drin. Natürlich, wie gesagt, braucht man natürlich auch zu der Ladestation das passende Gehäuse. Ne? Einmal, damit hier dieser Stecker nicht übersteht, weil man will das ja auch dann noch immer glatt hinstellen, ne, auf dem Tisch oder so. Das heißt, hier darf der Stecker nicht überstehen. Das wurde auch genau angepasst von ihm. Ja, die zwei Schräubchen hier für die Magneten zum Anziehen. Also wirklich ach, picobello, also gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ja, also da kann man wirklich nicht meckern. Also
Und da muss man gar nicht viel würgen. Man setzt es einfach rein, zack, und schon fängt es an zu laden. Ne? Also wirklich toll, wirklich toll. Also da hat sich wirklich jemand wieder Gedanken gemacht. Also sowas finde ich einfach klasse und deswegen muss ich das einfach hier vorstellen. Ja? Super. Ne? Ja, wie gesagt, ich habe das jetzt gekauft bei ihm. Da waren jetzt die Gehäuse mit dabei, da war meine Wunschgravur mit dabei, was ich gerne eingraviert haben möchte. Ich habe einfach immer nur, ich habe relativ viele Buchstaben, muss ich auch sagen. Also das wird ja so gedruckt, nicht eingraviert, das wird ja gedruckt, aber ich habe relativ, es muss aber trotzdem passen, gerade so feine Buchstaben wie hier, dieses LoRa APRS Tracker und so, das WX, das geht wohl noch, große Buchstaben breit, aber diese feine Schrift ist schon richtig mühevoll. Ich glaube, wenn er so ein Gehäuse druckt, da werden auch erstmal viele Probedrucke in die Tonne geschmissen, bis dann das richtige Gehäuse bei rauskommt. Ne? Ja, also wie gesagt, da ist das Gehäuse komplett mit Beschriftung jetzt, wo in meinem Fall dann auch die Beschriftung der jeweiligen Ladestation ist auch mit dabei. Ne? Ja, da hat mich jetzt das Gehäuse samt Ladestation plus Kabel, wobei ich mal geguckt habe, das Kabel kostet allein schon so um die 15 Euro rum, dieses magnetische. Da habe ich auch mal danach geguckt, weil ich das generell übrigens klasse finde mit diesen ja, magnetischen USB-Geschichte. Habe ich jetzt fürs Handy auch, nehme ich mir besorgt. Ja, und kostet das Kabel schon allein 15 Euro, ja, und mit allem drum und dran. Also Kabel mit allem drum und dran waren es 40 Euro pro Gehäuse mit Ladestation. Ja? Wie gesagt, klingt jetzt nicht billig für manche wahrscheinlich, aber ich muss halt wirklich sagen, es funktioniert einwandfrei. Also wer ein Top-Gehäuse haben möchte, ja, dem kann ich eigentlich nichts anderes empfehlen, ja. Es gibt halt auch viele Leute, die haben keinen eigenen 3D-Drucker, so Leute wie ich. Ja, und ja, auch nicht die Begabung, das so machen zu können. Ja, und bevor ich jemanden einer kommerziellen Firma mein Geld in den Rachen schiebe, gibt es ja auch genug auf dem Markt, die solche 3D-Drucker ja, machen im Internet. Ganz ehrlich, diese Ladestation mit Gehäuse, das macht dir keine Firma, jedenfalls nicht für den Preis. Also wie gesagt, das waren 40 Euro pro Ladestation mit Gehäuse, also pro Stück. Ja, ich finde, es lohnt sich. Ja, und ja, wir haben sowieso kein günstiges Hobby. Und da dachte ich mir, jetzt gönne ich mir das einfach. Es war ja auch Weihnachten. Und ich habe gedacht, da hat man wenigstens eine anständige Ladestation für die ganzen Gerätschaften, was man schon so im Laufe der Zeit ja, zusammengebastelt hat. Ja, wenn ihr meine ganzen Videos mal anschaut, wisst ihr, was ich meine. Und ja, deswegen, was will man da mehr, gell? Was will man da mehr? Super Sache, gefällt mir wirklich sehr gut. Und das wollte ich euch einfach mal zeigen. Ja, wie gesagt, alle Links zum Markus, seiner Telegram-Gruppe und so weiter, wo ihr die Dinge herkriegt und so weiter, tue ich euch in die Videobeschreibung. Da müsst ihr nicht lange danach suchen, ja. Ihr könnt auch irgendwelche Sonderwünsche haben, das macht er alles, also da ist er echt auch vollkommen offen. Ne? Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war hier mal so eine kleine Anregung mit diesen Ladestationen, ja, für diese TDGO-Boards. Ich war total begeistert, wo ich die entdeckt habe, weil ich habe gedacht, das gibt es ja wohl nicht. Ne? Naja, immer mal wieder was Neues. Ne? Also, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch sehr freuen. Über ein Abonnement sowieso. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss.